Ich war voriges Jahr zum ersten Mal am Campingplatz beim Frequency und war damals irgendwie schon ziemlich schockiert, weil die Müll an, also ich war während dem Festivalbetrieb da, wo die Leute nur unterm, also im Müll gesessen sind und das mit einer vollen Überzeugung. Und ich habe ein paar Leute halt gefragt, ja, warum sitzt der Müll und warum schaut es so arg aus? Und sie alle irgendwie doch sehr wohlfühlen gefühlt haben und es hat mich total verwundert und habe es dann auch thematisiert auf Facebook und trotzdem auch Richtung FM4 die Frage gestellt, hey, und Veranstalter, wie gibt es das, dass die irgendwie der ganze Campingplatz ziemlich als Fiasko ist und Müllstatements geben werden und alle sich suhlen und dann halt einen Tag später eigentlich 80% oder keine Ahnung wie viel von dem Müll zurücklassen, runtertreten Richtung Reisen, Metall planen, Gewand, Essen, unzählige Dosen sieht man eh. Und ja, es wird ein mulmig und man hat echt kein gutes Gefühl, wenn man da durchgeht und denkt sich, warum, was für ein Ventil, wo, was wird da ausgelassen bei den Besucherinnen, die ja ein gewissen Alter sind, sind ein bisschen jünger geworden in den letzten Jahren und ich weiß nicht, wie es vor 2 Jahren war, aber es ist auf jeden Fall nicht besser geworden und es, ich kann es nicht verstehen, warum man das nicht unter Kontrolle kriegt und nicht das transportieren kann. Von Veranstalterseite, von Medienseite, einfach sagen, hey Leute, wir wollen nächstes Jahr ein sauberes, wirklich ein sauberes Frequency. Machen gemeinsam, also überlegen Sie ein Konzept, wie viele Mitarbeiter braucht man, wie viel Kohle muss man dafür locker machen. Es gibt Aktionsgruppen, die sich mit Müllgeschichten beschäftigen, Trashbar zum Beispiel, mit denen war ich gestern oder heute schon mal da und die haben gesagt, hey, so sind wir nicht untergekommen und die hatten jetzt schon Ideen, wie kann man mit den Leuten arbeiten und sagen, hey Leute, Musik super, ihr könnt was trinken, sauft euch an, ist normal, man will sie gehen lassen, aber nehmt bitte euch einen Scheiß wieder mit. Also grundsätzlich für eine Abschaffung des Frequencies hier in St. Pölten bist du nicht, ja, sondern für eine Optimierung dessen, was eben, wie es hier abläuft. Ja, und was wirklich auch, also der Veranstalter sagt natürlich immer, okay, das sind die Menschen, die sind so drauf, ich kann nichts machen, das ist nicht mein Ding, aber ich finde, es ist schon stark im Veranstalter, also im Verantwortungsbereich von Veranstaltern, natürlich auch im Verantwortungsbereich der Stadt, das ist einfach eine schöne Gegend neben der Dreisen und es kommen Sachen ins Wasser, die glaube ich nicht reinkommen sollten, ich glaube jetzt gereinigt, die sind eben Kosten und so weiter, aber es geht darum, wie kann man es im Vorfeld schon einfach minimieren. Punkt. Es gibt das Green Camp. Ja, eh schön. Es ist aber für die Augen Auswischerei und man muss echt mehr Energie in das Thema reinsetzen. Mhm. Das heißt, die Stadt einerseits und der Veranstalter ist in die Pflicht genommen. Zuerst trotzdem mal Veranstalterseite, weil der trotzdem das meiste ist ja trotzdem eine Businessgeschichte und eine Geschäftsgeschichte und der muss wirklich, so wie jeder Veranstalter, dann den Ort wieder so wieder verlassen, wie er ihn vorgefunden hat, beziehungsweise macht er das eh, aber es geht um mehr. Es ist spürbar. Ich rede mit Nachbarn, ich rede mit Spaziergängern, die da alle tücken Fotoapparat und sind ganz perplex eigentlich und schockiert und denen geht es echt nahe, weil es einfach nicht schön ist. Und es, ich denke mir in Zeiten, wo alle so Bewusstsein predigen und zu Hause vielleicht wirklich Müll trennen, warum machen sie es nicht da? Warum? Also was ist da los? Das ist schon eine große Frage, finde ich. Die Gruppe Bauchgang hat ja auch schon einmal am Frequency Festival gespielt. Das heißt, die Leute, die hier campen, sind ja zum Teil auch eure Fans. Ja. Du sagst ein Statement. Ja, ein Statement der Künstler zum Beispiel, die auf der Bühne oben stehen, drinnen. Die Künstler kriegen ja nichts mit davon, das ist das Problem. Wenn ich jetzt herkomme und bin der Jan Delay oder Helge Schneider, die durchaus ja sehr bewusste Künstler sind, die kriegen nichts mit, sind in den Nightliner und spielen und haben eine coole Zeit und kriegen Geld dafür. Auch denen müssen wir es transportieren einfach und sagen, hey Leute, das hast du bitte auf der Bühne. Sprecht das Publikum direkt an und fordert es auf, echt den einfach nicht so zu wüten. Und weil kann man letztendlich trotzdem nicht vorstellen, dass man mit einem guten Gefühl wegfährt, wenn man 3 Tage Müll sich gewälzt hat. Ich weiß nicht, das ist schwierig. Aber es gehört auf jeden Fall von den Künstlern auch transportiert, finde ich. Weil die sind natürlich den Gästen, die Fans sind näher und denen, die haben ein Mikrofon auf der Bühne und die können einfach Botschaften transportieren. Und das ist Richtung Verbesserung des katastrophalen Müllsystems am Frequency, was einfach so ist, was es angeht, müssten die ja einfach das bescheidwissende Statement abgeben. Versucht ist es ja offensichtlich doch von einigen schon worden.
Nur angenommen wird es nicht, die Aufforderung hier nicht, wie die sei sozusagen zu Hause. Ja, woran liegt das einfach? Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich habe mir da schon Kopf zerbrochen, habe diskutiert mit Menschen und mir ist in der Vorberichterstattung trotzdem wieder nicht aufgefallen, dass Müll überhaupt ein richtiges Thema ist. Es ist klar, wissen ja, es gibt das Green Camp und so weiter, das ist super, aber die Menschen gingen beim Green Camp vorbei und haben ihre Mülldosen rüber, drinnen sind nicht von der Anzahl her minimal, es ist ein Mini-Bereich und es geht trotzdem um diesen großen Bereich. Und es wurde schon, ich habe darüber nachgedacht und das Ergebnis ist, das Nachdenkprozess über die letzten 5 Jahre, ich meine, es hat doch einige Jahre gegeben, wo man sagt, okay, es war der erste Versuch, zweite Versuch, dritte Versuch, vierte Versuch, wie oft, zum 5. Mal jetzt, glaube ich, oder öfters. Irgendwann muss man sagen, entweder man kriegt es unter Kontrolle oder man muss, wenn man 2 Jahre braucht für die Vorbereitung, das wirklich ein cooles Konzept haben, muss man da ja aussetzen. Also ich finde, es geht sich nicht mehr aus. Es geht sich, finde ich, in Zeiten wie diesen nicht aus, wo doch jedem bewusst ist, dass es irgendwie nicht das, ja. Welche Rolle spielen deiner Beobachtung nach die Medien? Die Medien berichten, finde ich, sehr wenig davon. Also es gibt schon Standard oder veraltet, jetzt vielleicht kritischer prinzipiell, aber in Richtung eher Musikprogrammierung gehen, sagen wir, okay. Es war schon mal origineller oder es sind zu wenig österreichische Bands vertreten, was auch immer, aber das sind eigene Kisten. Müllproblematikmäßig habe ich wenig gelesen. Wird verdrängt? Ja, es wird ein bisschen schon verdrängt, weil klar, FM4 als Patron oder als Patronin, hört sich komisch an, als die hat ihre Identität natürlich, weil FM4 Frequency erst natürlich auch hergeben dafür. Wie sehr sie was damit zu tun haben mit der Programmierung, glaube ich, relativ minimal, aber gerade FM4 ist ein Sender, der sehr wohl genügend, also vom Team her Leute drin sitzen hat, die gute Gedanken haben, auch was das anbelangt. Aber irgendwie thematisieren sie die halt auch nicht. Und das finde ich schade, weil du könntest eigentlich schon ein halbes Jahr davor anfangen, auch via Radio, das zu diskutieren und überlegen, was können wir ja machen. Ich bin ja echt, denke, man muss positiv rangehen und sagen, wir haben jetzt ein Jahr Zeit, was zu entwickeln. Coole Gruppe zusammenstellen, es gibt Leute, die Erfahrung haben in dem Bereich. Und es können auch gerne Konzerte sein im Campingbereich. Es kann Performance sein, ich glaube, dass man schon bis zu wissen, gerade künstlerisch und spielerisch in eine bessere Richtung bringen kennt. Und einfach Beschriftungen, es können lustigere Beschriftungen sein. Also, weil die herkömmlichen Mülltonnen zum Beispiel aber nicht benutzt werden. Also die werden einfach umtreten, liegen irgendwo. Und wie kann man eine Mülltonne so inszenieren, dass keine Ahnung, das wäre wirklich was reinschmeißt und vielleicht einen extra Applaus kriegt von einer Applausmaschine. Oder ich weiß nicht, ich denke mal, man muss da echt feilen und viel nachdenken, wie man die Leute in die Richtung kriegt, weil es sind nicht alle böse und die ärgsten Schweine, wie man jetzt annehmen könnte, wenn man schaut, sind sie nicht. Also sie sind ja, die toben sich aus, haben Spaß, kommen und für die Stadt ist super, dass so viele Leute in der Stadt sind an sich in St. Pölten. Das finde ich ja eine große Chance für St. Pölten und denke mal, könnte man vielleicht ein Zukunftskonzept von der Stadtseite mit einem Frequency-Organisator zusammenstellen, wo man sich in diese Richtung auch noch einen besseren Namen machen könnte. Das ist mein Tipp und mein Wunsch und ich bin gerne dabei, da mitzudenken und kenne ein paar Leute, die es interessiert und mit den Anrainern vielleicht gemeinsam, was auch immer. Aber es ist, glaube ich, jetzt echt Zeit, einen Schlusspunkt zu setzen. So geht es nicht mehr aus. Vielleicht nehmen die Verantwortungsträger das ja als Anregung auf. Ich hoffe. Danke. War super.